ist auf jeden Fall so ein Billigteil. Zwisch. Nochmal wiederholen. Also wir haben jetzt eine Sekunde mehr gebraucht. 1, 4, 5 Sekunden gebraucht. Mein Fazit zu dieser Sache hier. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um mein Mercedes. Heute wollen wir ja natürlich das hier austesten. Das ist einmal hier, einmal Pro Racing, extra für den ML. Mal schauen, ob der überhaupt was bringt oder ob das ein Reinfall ist, wie dieser Benz hier vorne, dieses Zeichen. Also wir werden das ausprobieren. Ich habe natürlich einmal meine Uhr dabei. Das heißt, wir werden Zeiten messen. Wir werden einmal 0 auf 100 machen. Also wir werden das insgesamt 4-mal machen. Das heißt, 2-mal Benzin, 2-mal LPG. Jeweils einmal mit Chip und einmal ohne Chip. Ja, wie ihr seht, da ist ein OBD-Stecker nur dran. Und Installation geht eigentlich ganz einfach. Ich bin selber gespannt, ob das Ding auch funktioniert oder nicht. Ob das überhaupt was bringt. Weil da steht Pro Racing. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Pro Racing heißt hier, braucht jetzt wenig. Wir haben natürlich den ML hier. Über 300.000 ist der schon gelaufen. Wir haben 20 Zoll drauf. Das heißt, erwartet hier nicht die Bestzeit. Ne? Also es geht ja auch nicht, wie viel er jetzt macht, ob der jetzt 9 Sekunden braucht oder 10 Sekunden braucht. Das ist egal. Nur wichtig ist, bringt das hier was? Das heißt, sind wir da drunter oder drüber? Ich möchte natürlich auch mal sehen, ob das Ganze auch hier, ob der besser läuft oder nicht. Ist auf jeden Fall so ein Billigteil. Zwisch. Mercedes, wenn ihr das nicht braucht, also ich würde das gerne nehmen und ja, irgendwo in meiner Werkstatt hin tun. Für die Kette wäre das zu schwer. Auf jeden Fall das Ding jetzt hier ausprobieren. Ich werde das jetzt ganz kurz installieren und dann fahren wir eine Runde und dann bin ich gespannt. Mal schauen, was ihr dazu sagt, ob das Ganze jetzt funktionieren wird oder nicht. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt so eine Erfahrung mit sowas schon gemacht habt und was ihr davon hält. Ich erwarte eigentlich nichts. Ich würde da sagen, der wird sogar eher schlechter laufen. Mal schauen. Bei der Installation ist es ganz einfach. OBD-Stecker ist meistens immer hier vorne. Aufmachen. Rein damit, fertig, tun wir hier hin, Handbremse ziehen wir nicht an, ja, soll er mal so hängen. Installiert haben wir das Ganze, also wie gesagt, 0 auf 100 werden die Zeiten natürlich gemessen, aber es geht nicht darum, dass wir die beste Zeit machen oder nicht. Erster Start mit dem Teil, wir machen das jetzt einmal und gucken, ob wir überhaupt Fehlermeldungen haben, mal schauen. So, der läuft gleich auf Gas. Der ist schon auf Gas. Ne, also laufen tut der gut. Hoffentlich machen wir nichts am Auto kaputt. Das ist mir wichtig. Was gerade passiert ist auf jeden Fall, der Motor ist gerade ausgegangen. Also wenn ich das Gefühl habe, es läuft gar nicht gut, dann brechen wir das Ganze natürlich ab, weil ich habe natürlich keinen Bock, den Motor irgendwie zu schaden oder kaputt zu machen. Wobei bei diesem Motor schon ein bisschen unmöglich ist. Aber lass trotzdem den Teufel nicht an die Wand malen. Ne? Bei dem letzten Video habt ihr ja gesehen, da habe ich mir ja in die Hosen gemacht. Aber ich muss sagen, es ist halt alles normal. Das Ding blinkt da schön. Ne? Ich habe jetzt leider nichts zum Befestigen dort, aber ist nicht schlimm. Jetzt fahren wir zu unserer Teststrecke und werden einmal messen. Auf LPG mit diesem Teil. Mal schauen, was es bringt. Das ist ausgeschaltet, wir fahren jetzt auf Benzin. Natürlich abgeschirmte Strecke hier, ist klar, ne? Hallo? Auch 8,3. Aber 8,312. Also sind wir 0,042 schneller. Und jetzt werden wir das Ding einmal ausbauen. So, Strecke wird natürlich wieder ausgegangen. Was ist denn hier los?
Der ist gerade auch ausgegangen mit dem Teil und jetzt ohne den Teil auch. Das hat er eigentlich nie gemacht. Okay. So. Und jetzt bin ich gespannt. Ohne das Teil. Okay, sorry. Ich habe vergessen, mich anzuschneiden. So. Das muss ich euch jetzt zeigen, auf gar. Wir haben 0,125 länger gebraucht auf LPG. Das heißt, wir werden einmal LPG ausmachen. LPG haben wir ausgemacht. Benzin machen. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Oh, Autofokus. Hallo, Autofokus. Das Gleiche werden wir natürlich jetzt mit Benzin machen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir mit Benzin echt auch schlechter sind. Dann werden wir uns die Zeit nochmal anschauen. Also das wird jetzt spannend. So, auf Benzin 0,100. Ohne das. Ohne Chip. Also wir haben jetzt 9,268 gebraucht. Da stimmt doch was nicht. Also Benzin, wenn wir das Ganze gleich nochmal wiederholen. Also wir haben jetzt eine Sekunde mehr gebraucht. Weiß nicht, ob ich jetzt schlechter gestartet habe, aber wir wiederholen das Ganze nochmal. Das kann nicht sein, du. So, jetzt ready. Wir haben 8,145. Ne, die erste war natürlich mit LPG. Da hatten wir 8,354 mit LPG. Also mit Benzin war es natürlich besser. Da haben wir nur 8,312 Sekunden gebraucht. Dann haben wir das Ganze ohne das Teil gemacht. Und siehe da, mit LPG war eigentlich das Teil viel besser. Dann haben wir gerade das vierte, könnt ihr vergessen, da habe ich einfach sehr schlecht gestartet. Und dann mit Benzin haben wir 8,145 Sekunden gebraucht. Interessant. Ne, das wird natürlich irgendwo ganz, 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 ganz billig angeboten. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, das Ding bringt gar nichts. Einfach gar nichts. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass der jetzt irgendwie besser war oder schlechter war. Dieses Video sollte eigentlich nur dienen, dass ihr so einen Unfug nicht glaubt. Viele versprechen euch mit so einem Zeug 35% mehr Leistung, 20% weniger Verbrauch. Nein. Mein Fazit zu dieser Sache hier, das könnt ihr einfach so in den Müll schmeißen. Beschleunigung hat gar nichts gebracht. Ob es jetzt echt dazu dient, weniger verbrauchst, glaube ich auch nicht. Oder was meint ihr eigentlich überhaupt generell zu solchen Boxen? Bringt das was? Bringt das nichts? Habt ihr sowas? Habt ihr gute Erfahrungen gemacht oder schlechte? Oder ist wie dieser Mercedes-Stern die Sache am Boden? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das Ding wird jetzt erstmal schön entsorgt und das kommt auch nie wieder in meinem Steuergerät dran. Würde ich auch nie machen. Auch wenn er voll die geilen Zeiten hätte, hätte ich es auch nicht gemacht. Weil man weiß ja nicht, was er damit macht. Auf einmal spritzt er zu viel ein, haben wir einen Kolbenfresser oder so. Auf sowas habe ich keinen Bock. Das war's auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann.